sie also, die 8. Olympiamedaille für die Schweiz und das mal zuständig. Der Marc Bischofberger, der Skicrosser, wird heute souveräner Zweiter. Da umarmt er gerade Leute von seinem Fanclub. Oder Fans nennen ihn auch Bischi und natürlich auch Supersprung. Skicrosser sind sich das gewöhnt. Er lässt sich feiern hier im Haus aus Switzerland in Südkorea. Wunderschöne Bilder. Und jetzt, Sie kennen es langsam, das Prozedere. Es geht zum Chalet, wo auch der Marc Bischofberger eine Tafel kriegt, die hergemacht wird. Ja, er schaut jetzt noch ganz genau, wo er sie gerne hätte. Nimmt es jetzt natürlich Wunder. der Marc Bischofberger aus Oberegg im Appenzell Innerrhoden. Nau war heute Morgen dabei gewesen bei der Entscheidung. Sein Fanclub hat gefeiert und auch er tut Stefan schräg her, wie Sarah Höflin das gemacht hat. Sie sind halt ein bisschen verrückter und tun sie mal schräg her. Und dann lässt er sich feiern. Er hat gesagt, es sei eine riesige Erleichterung gewesen. Und es sei wahnsinnig gewesen, das Gefühl, über die Ziellinie zu fahren und zu wissen, dass man Zweiter ist bei einem so einem Rennen. Bei einem Olympia-Rennen. Wie gesagt, die Fans von Marc Bischofberger, die haben heute Morgen in der Hauke-Bar in Oberegg gefeiert und gemacht. Vermutlich sind sie auch noch jetzt dran. Die Mami und die Schwester dort waren. Und der Brüder und der Vater, die sind auch hier in Südkorea. Es ist ein kleines Grüppli von 8 Leuten vom Fanclub, sind mitgereist und haben ihn vor Ort unterstützt. Und alles andere als selbstverständlich ist die Silbermedaille, weil der Marc Bischofberger ist noch gestürzt gestern im Training, hat gar nicht recht gewusst, was er... Ja, und jetzt geht's Richtung Bühne zum Interview. Ja, wunderschön natürlich. Vorher hat der Marc Bischofberger auch noch gesagt an der Medienkonferenz. Er hätte schon gerne einen Appenzeller. Er hoffe, dass man noch Flasche irgendwie könnte auftreiben könnte, dass man noch anstoßen kann. Er hat, wie gesagt, einen Appenzeller. Aber er lässt es auch mit Champagner vermutlich krachen. Und jetzt hören Sie das Interview. Ein guter Ende für das Swiss Olympic Team. Ich hoffe es doch. Kommt gut. Also wenn ich euch angeschaut, den ganzen Tag am Strahlen, es ist einfach super, oder? Ja, genau. Ja. Das ist man kann nicht viel mehr sagen. Ja, genau. Wir wollen ja nicht lange reden. We don't want to talk much. This might be the start of a very good end for the Swiss Olympic Team. All the other medals will also be celebrated here. A big round of applause for Marc Bischofberger. Ja, der Marc Bischofberger, er geniesst und er zieht gleich wieder eine Welle an. Ja, der Mann kann Stimmung machen. Muss man ihm lassen. Super. Und jetzt gibt es noch die obligaten Bilder mit den Menschen. Sie hören es, jetzt gibt es noch Bilder mit den Leuten im Hintergrund. Fotos. Und... Ich habe auch noch Fans hier im Haus aus Switzerland von Marc Bischofberger gesehen. Wunderbare Bilder fangen wir auch wieder ein für sie. Der Marc Bischofberger, er nimmt die Medaille, die Silbermedaille, nimmt er heute Abend ins Bett.
Er hat aber gesagt, er hoffe, dass er sie nicht verliere. Das werden wir natürlich immer hoffen, dass er sie nicht verliert. Aber er hat gesagt, sie gefallen ihm so gut, er schaue gut zu unten. Ja, und jetzt würde ich meinen, gehen wir mal zum Fanclub fragen. Von Marc Bischofberger. Wahnsinnig, die Reise hat sich gelohnt, hierher, um den Bischi anzuführen. Ja, brutal. Ja, ist abartig. Erzähl mal, wie habt ihr das heute erlebt? Ja, gestern ist es nicht so gut gegangen. Und ja, wir haben auch ein bisschen mitbekommen und das Beste daraus gemacht. Und nachher ist die Quali gekommen und jetzt da. Abartig, wirklich abartig, abartig. Oh, was geht bei den Fans so da am Platz? Beim Bischi jetzt noch? Beim Bischi, bei uns, ja. Bei uns geht jetzt sehr viel ab, praktisch alles. Also das ist unbeschreiblich, wirklich. Das ist wirklich unbeschreiblich. Also ich nehme an, wenn ihr so Fan habt, es wird so verreckt heute Morgen. Ich habe Videos gesehen, auch war auch dort. Dort ist Post abgegangen, ich nehme hier an, auch hier. Ja, da auch, aber dort, da muss abartig sein. Ich weiss von Leuten, die sind nicht arbeiten, die haben frei gehabt, oder Leute, die haben einfach frei gemacht irgendwie, und da müssen eine brutale Party gehabt dort, und bei uns auch, selbstverständlich. Da machen wir auch eine, ja? Ja, ja, wir gehen alles. Wunderbar, geniessen das Fest, euren Bischi, und es hat sich wirklich gelohnt, auf Südkorea zu kommen, oder? Jawohl, es hat sich absolut gelohnt, dankeschön, merci. Ja, wir sagen mit diesen wunderschönen Bildern und Emotionen Tschüss aus Südkorea und wir hören uns bald wieder.